Herzlich willkommen in der Online-Football-Akademie. Mein Name ist Markus Voracek, bin Geschäftsführer der Comentia Group und heute darf ich das Thema oder die Wichtigkeit der Unfallversicherung und zusätzlich der Sonderklassversicherung für die Sportler und heute genau einmal wirklich für die Sportler ein bisschen näher bringen. Wir kennen das alle. Wochenende, Meisterschaftsspiel. So, schlimmste Verletzung, die ein Fußballer haben kann, Kreuzbandriss. Was tun wir, was passiert? Jetzt gehen wir es einmal chronologisch durch, was wirklich jetzt ohne guter Versicherungsschutz, was passiert? Ich fahre in die Ambulanz, ich mache mir Aufnahme. Ja. Meistens dann wird ein Röntgen gemacht, am Röntgen sieht man es nicht wirklich, was ist jetzt wirklich kaputt, ein MR ist notwendig. So, dann geht's los. 4 bis 6 Wochen warten wir auf das MR, dann hat man Nachuntersuchungen im Spital, 2 Monate sind vorbei. Die Kreuzbandel ist gerissen, das weiß ich dann. Ja. Dann kommt der Operationstermin, wieder 3-4 Monate Wartezeit, damit ist bei so einer Verletzung die Genesung mit hinten nach Physio und wieder komplett fit werden, reden wir mal mindestens von einer Zeitspanne von 1 Jahr. Und genau das ist für mich der Ansatz, wo ich sage, da gibt es relativ einfach und auch kostengünstige Produkte, wo sich ihr versichern könnt wie ein Profi. Mein Profi sieht man es, der Verletzte am Samstag, am Sonntag wird untersucht, meistens auf 2 Tage, 3 Tage später operiert und er geht schon wieder in die Reha. Und es geht schon wieder los und er wird schon wieder, bereitet sich schon wieder aufs Comeback vor. Genau über das möchte ich heute für euch Sportler mal kurz drauf eingehen. Und da gibt es 2 Dinge. Das eine ist eine gute Unfallversicherung, die ist einfach heutzutage essentiell. Es passieren über 70% aller Unfälle in der Freizeit. Aus dem Grund bitte für jeden, macht euch über das Gedanken und sobald ihr einfach kickt, dann ist die einfach nicht mehr weg zum Denken. Okay? Und in der Kombination zu einer guten Unfallversicherung würde ich die Sonderklasse zumindest nach Unfall dazu empfehlen. Warum? Gehen wir es einfach einmal kurz durch. Gehen wir zu einem Beispiel, Kreuzbandelriss. Ja, Freitag, Samstag oder Sonntag, ist passiert euch das. Am Montag komme ich ins Spital, Ambulanz, die sagen, okay, es könnte ein Bandel gerissen sein, was tue ich dann? Ich gehe gleich einmal, wenn ich eine gute Unfallversicherung habe, mache ich das private MRT. Das wird man aus den Unfallkosten, die fast in jeder guten Unfallversicherung mit drin sein sollte, wird das private MRT wird gezahlt. So, dann habe ich relativ schnell einmal das Ergebnis, was wirklich los ist. Der nächste Schritt, wir arbeiten relativ viel mit einigen Medizinern und mit guten Spezialisten zusammen, ist der Weg mit dem MRT-Ergebnis zum Wahlarzt. Das ist halt dann der Vorteil zum Privatarzt. Der schaut mir das an und der sagt mir dann relativ schnell, was los ist. Ja. Und dann ist es oft so, dass ich, wenn ich die Sonderklassenversicherung am Sport, also für die Sportler habe, dass ich dann den OP-Termin, und das ist das große Thema, gleich 4-5 Tage später habe. Und das ist nämlich, ich möchte das aufgrund meines eigenen Beispiels, ich habe das leider einmal durchmachen müssen, kurz erzählen, ich habe mir das Knie relativ schwer beim Kicken verletzt, Meniskusriss, Knorpelbruch, die Kniescheibe war leider heraus, das Außenbandel gerissen. Bei mir war es so, am Freitag Ambulanz in Amstetten, am Montag war ich bei einem Doktor in Wien, bei einem Spezialarzt für das Knie. Am Dienstag habe ich das private MRT gehabt, am Donnerstag die Nachuntersuchung beim Doktor und am Samstag bin ich operiert worden. Und das, was der ganz große und das ganz große Plus an dem ganzen Thema ist, 4 Wochen später habe ich mit der Physio angefangen. Und dann war es eigentlich zum Comeback schon wieder nicht mehr so weit weg. Also einfach nur an einem Beispiel, wie wichtig eigentlich dieses Thema für einen Freizeitsportler ist. Ganz kurz die Vorteile nochmal auf den Punkt gebracht. Bei einer Unfallversicherung wichtig Dauerinvalidität. Das ist eigentlich der Grundbaustein einer Unfallversicherung. Warum? Früher ist das einfach aus dem rausgekommen, dass wenn ein Freizeitunfall passiert ist, man aus der gesetzlichen Unfallversicherung relativ wenig gekriegt hat. Stellt euch das vor, euch passiert was, ihr seid relativ schwer verletzt und jetzt ist nicht nur das Thema, dass ich vielleicht dann nicht mehr arbeiten kann, sondern ich muss daheim auch relativ viel umbauen. Dann brauche ich doch eine gute Absicherung in dem Bereich. Die Dauerinvalidität, das ist nur der Tipp von mir, bitte immer schauen, dass die wirklich ab dem 1% leistet. Warum? Gerade bei Fußballer wieder. Ein Kreuzbandriss wird meistens oder in den meisten Fällen mit einer Dauerinvalidität von 7-10% bewertet. Man kriegt aus dem außer dann auch schon wirklich eine schöne Entschädigung für die Zeit, was man eigentlich nicht mehr kicken kann. Ganz wichtig bei einer Unfallversicherung sind die Unfallkosten. Da müsst ihr einfach schauen, dass die drin sind. Warum? Privates MRT und eben ein Physio von privaten und nicht jetzt von einem Unternehmen mit einer Kassenvertrag, sondern einfach
mit einem Physio von einem privaten, der was ein privater Physio ist, da gibt es wiederum auch relativ viel und das wird wirklich aus den Unfallkosten gezahlt. Ja. Die anderen Dinge, Knochenbruch, Doggeld, Spitalgeld, die sind wichtig, kosten nicht viel Geld und gehören eigentlich auch dazu. Die meisten Kicker sind arbeiten nebenbei, gehen arbeiten nebenbei und wenn ich jetzt dann 4, 5, 6, 7 Wochen ausfall, daheim bin, ja, dann machen diese kleinen Bausteine, die nicht wirklich so viel Geld kosten, doch schon sehr den Unterschied, damit ich meinen Lebensunterhalt trotzdem weiter habe und einfach nicht auf irgendwas verzichten muss. Zur Sonderklasse, da ist es einfach, da muss ich einfach ganz ehrlich sagen, der große Vorteil, es ist nett, natürlich ist es nett, in ein Einbettzimmer, in ein Zweibettzimmer zu liegen, natürlich ist es nett, dass ich mir das Essen aussuchen kann, das ist alles total lässig, aber die Sonderklasseversicherung hat einfach zwei Dinge. Das eine ist, ich kann zum Spezialisten gehen, ja, ich kann mir den Arzt aussuchen und der große Vorteil ist der, ich habe keine Wartezeiten auf Operationen. Und das ist einfach heutzutage, das ist das, um das eigentlich wirklich geht. Weil umso schneller man operiert wird, umso schneller man in die Reha kommt, umso schneller man in die Physio kommt, umso schneller ist man wieder fit. Und das ist einfach aus Studien erwiesen, umso besser geht es dann auch nachher, umso schneller das Ganze erledigt wird. Also, denkt über das nach, schaut euch das an. Mein Tipp ist einfach nur, schaut euch eure Verträge an, was habt ihr. Die meisten haben Unfallversicherung. Kontrolliert nur, sind Unfallkosten drin? Ja, das ist so ein Thema, das was man sich anschauen kann. Und so eine Sonderklasse nach Unfall, die kostet wirklich noch viel Geld. Schaut euch das an, redet mit euren Versicherungsberater und klärt es ab, ob ihr das nicht dazu machen könnt. Weil Gesundheit, und ich habe es eh unten hingeschrieben, ist ein Geschenk, das man sich nur selbst machen kann. Der Einsatz beim Fußballspielen, ob es jetzt der Amateur ist oder Profi, ist der gleiche. Ja, darum sollten die Versicherungen im Hintergrund auch das gleiche leisten. Okay, und das könnt ihr euch selbst eigentlich beschenken und darum schaut euch das an und wenn es Fragen gibt, ich bin eh jederzeit gern unter conventio.at erreichbar und wenn es interessiert, am 23.10. gibt es eine super Veranstaltung im Therapiezentrum IPS mit Christoph Ungerböck, da geht es um einen Fußballverein der Zukunft, ja. Ich werde selbst vor Ort sein, wenn es interessiert, schaut dort vorbei, da können wir auch persönlich über das ein oder andere Thema reden. Danke.